Hey meine Guys und Girls und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Far Cry 2, dem zweiten Fernschrei, den es nur auf dieser Welt gibt. Und ich habe mich direkt hinbegeben zu der Hauptmission und ich habe da so eine gewisse Vermutung. Und zwar, dass wir jetzt aktuell, wir müssen ja jetzt nur etwas beklauen und dann mit diesem Beklauten bestimmt an das neue Ziel hin, was ja die Pipeline darstellt. Und dazu müssen wir ja zuerst hier zu dieser Taco-Mine hingehen. Oh, ob die wirklich Tacos abbauen? Das wäre der Hammer. Das wäre wirklich cool. Und es blinkt. Ha, perfekt. Das trifft sich ja gut. Und ja, da wir ja jetzt verstehen müssen, glaube ich, ja, da gibt es ja keine, ich sage jetzt mal, zweite Wahl. Da wird es wahrscheinlich dann, denke ich, einfach bedeuten. Ah, hier müssen wir wieder was freispringen. Ein Glück habe ich noch eine Granate, aber wirklich nur eine. Puh, Gott sei Dank, ey. Sonst hätte ich mir jetzt diese Kiste nicht holen können. Noch einmal Glück gehabt. Her mit dir. So, und jetzt sind es nur noch 70 Stück zu sammeln. Mein Gott, so schnell kann es gehen. Und ja, da wir aktuell nur was stehen müssen, gibt es da halt noch keine zweite Option. Die kommt da wahrscheinlich erst, wenn es an die Pipeline geht. Und jetzt lesen wir erstmal durch. Missionsdetails. Diophils nutzt eine Pipeline, um Trinkwasser aus dem Segolossee zu pumpen und es mit enormem Profit an Käufer außerhalb des Landes zu verkaufen. Die Erpressbirne will, dass ich diese Pipeline zerstöre. Um den Job erledigen zu können, brauche ich entsprechenden Sprengstoff, den ich nur bei der Taco-Diamantenmine finden kann. Okay, alles gebongt. Und ja, mal gucken, wie weit wir... Entschuldigung, meine Stimme hat gerade leicht gekratzt. Wie weit wir mit unserem aktuellen Waffenset denn kommen. Wir haben jetzt aktuell die bessere LMG. Ja, dann unsere Sturmgewehrwaffe. Und ich habe mir mal wieder diese Shotgun hier geholt, die zwar nur einmal schießen kann, aber wahrscheinlich relativ kräftig ist. Hoffe ich zumindest. So, was habe ich jetzt da auf der Karte markiert? Okay, einfach nur Fahrzeug. Alles klar, gut. Das Gebiet ist recht offen. Das sehe ich jetzt schon. Das könnte kritisch werden. Müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Da unten haben wir zum Beispiel einen. Ja, der sieht sich so ein wenig um. Und ruht sich jetzt erstmal aus hier unter der sengenden Hitze. Man kann ihn da schon verstehen. So. Dann gucken wir mal. Hier haben wir zum Beispiel Munition. Die markieren wir uns direkt auch. Und da wird auch direkt mitmarkiert, dass es da noch. Ja, Molly-Lager und so weiter gibt. Das ist ganz cool. So, da haben wir noch einen. Ja, wie gesagt, ich würde die echt am liebsten messern. Okay, sie haben mich gesehen. Sie haben mich gesehen. Cool. Ja, das war's schon mal mit dem Versuch, auf Stealth zu gehen. Jetzt wissen sie schon, wo ich bin. Einer hat mich bemerkt. Aber da wird es Zeit, unsere neue Waffe mal auszutesten. Besseres LMG. Ja, auf weite Distanz natürlich nicht so geil. Angriff, sagt er. Ja, wir haben jetzt halt nur Dingensbums. Alter, kommen da Schüsse her. Und da stehen jede Menge Typen. Ich muss eigentlich die Position wechseln. Da habe ich doch noch einen gesehen. Wir haben auf jeden Fall den High Ground Vorteil. Aua. Oh shit, da ist einer. Da hätte ich jetzt meine Shotgun nutzen können. Kurz mal nachladen. Ja, das LMG macht sich jetzt schon bezahlt. Ich finde das cool. Boah, stehen da viele. Hätte ich jetzt meinen Raketenwerfer, das wäre göttlich. Wo? Hinten? Irgendwo hinter mir. Oh nein, ich höre ein Fahrzeug. Alter, sind da viele. Ich muss meine Position ändern. Hier kann ich nicht weiterkämpfen. Okay, ich bin direkt tot. Keine Chance. Dass ich gesehen worden bin, das war absolut beschissen. Ich würde sogar sagen, das mache ich nochmal, weil das war absolut scheiße gespielt von mir. Let's try that again, shall we? Ja, ich weiß, ich wäre jetzt gerettet worden von meinen Kompanen. Aber trotzdem, das kann ja nicht sein. Also ich will halt schon, auch wenn wir jetzt immer noch auf Maximum Profi hier spielen, möchte ich immer noch es manchmal schaffen, trotzdem noch ja, ohne ach, na toll, ohne Kamera durchzukommen, und ich schaffe es hier wohl nicht sneaky durchzukommen, gut, dann halt eben nicht.
Aber dann stellen wir uns einfach woanders hin, da wo sie mich nämlich nicht erwarten. Zum Beispiel hier. So. Oh shit! Habe ja auch eine Shotgun. Boah, zum Glück rechtzeitig geschaltet dieses Mal. Hinter mir. Scheiße, ich lade nach. Ungünstigster Zeitpunkt zum Nachladen. Jetzt aber kann ich. Jetzt habe ich kurz Ruhe. Was? Können wir durchlooken? Ich finde es halt immer noch so cool, wie sie wirklich... Wie sie immer noch so kommunizieren miteinander. Das finde ich so cool. Das ist wirklich mega detailreich gemacht. Schnell nachladen, falls wir sie wieder brauchen. Ja, genau, für so Typen wie dich. Okay, die Shotgun ist ganz cool. Zack! Dass er mir keinen Ärger mehr macht. Ich würde sagen, das LMG... Oh, shit. Oh, ich habe gedacht, er hätte mich kritisch getroffen. Ah, shit, die muss ich nachladen. Egal, laden wir sie nach. Der muss auch nachladen. Dann nutze ich die Chance aus. Da kommt der Nächste. So, LMG-Power. Schnell! Ah, her damit. So, hier läuft es doch schon besser. Irgendwo da dazwischen, ne? Der hat mich hier bestimmt irgendwo gesehen. Schnell nachladen. Und die hat noch gut Schuss. Okay. Schön geduckt bleiben, dass sie mich schweres erkennen können. Ich nutze hier kurz die Deckung, um nachzuladen. So, wir müssen taktisch spielen. Okay. Jetzt bin ich bereit. Schön langsam voranpreschen. Irgendwo ist noch ein Sniper. Da sehe ich einen Koffer da oben. Ja, ja, ich weiß. So, die Munition, die markieren wir uns. Wo ist da noch einer? Ich weiß, der Sniper ist hier irgendwo. Oder noch was anderes. Da ist was explodiert gerade. So, Spritzen auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Hier ist ein Radio. Hier hört man schon Radio. Okay, interessant. Ja, so eine kleine Stube hier mit Lerntafeln und allem. Das ist ganz schön, ganz nett gemacht. Die Uffels. Ja, das sind mir so räudige Hunde. Dass die so ein Payback machen, hätte ich nicht gedacht. Ah ne, halt, den Sniper habe ich noch nicht ausgeschaltet, ne? Aber ich glaube jetzt schon. Ja gut, er ist noch nicht ganz down. Oder doch? Okay, ich habe nichts gesagt. What the? Okay. Der reißt gleich seine gesamte Bude ab. Rage quit. So. Sollen wir es wagen, riskieren? Komm, wir riskieren, den Koffer mal zu holen. Wir probieren es mal. So, das war doch schon deutlich besser hier, der zweite Versuch. Wusste ich doch. Nee, nee. Ja. Das, genau deswegen habe ich abgespeichert, weil ich genau damit gerechnet habe, dass sowas passiert. Es war so klar, dass ich hier nicht da hochspringe, einer um die Ecke kommt, ich überrascht werde und ich nicht mehr rechtzeitig reagieren kann. Ja, genau das habe ich gedacht. Genau mit sowas habe ich gerechnet. Aber die Shotgun ist wirklich nur auf nächster Nähe effektiv. Und sonst nicht. Geh da hoch. Dein Ernst? Okay, dann mache ich es halt von hier aus. Okay, ganz mit der Ruhe. Ich springe jetzt von hier da hoch. Insofern ich es schaffen sollte, die Leertaste rechtzeitig zu drücken. Okay, er will da nicht hochspringen. Gut, dann kommen wir halt anders an den Koffer ran. Wo waren da nochmal? Kurz ducken nochmal. Könnten ja immer noch welches sein. Das weiß man ja nie in dem Spiel hier, ob da noch welche sind. Ach, da oben ist der Koffer. Der ist ganz anders zu erreichen, einfach via Laufband. So. Da in der Hütte ist es wohl drin. Das gute TNT. Ich weiß nicht, traue mich noch nicht. Und hier soll eine Diamantenmine sein, ja? Interessant. So. Koffer gesnackt. Es schießt uns niemand an. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir das hier aufgeräumt haben. Warte, ich möchte hier runterrutschen. Vielleicht geht es sogar, dass sie daran gedacht haben, dass wenn man Berge runterrutscht, die komplett runterrutscht. Nee, so detailreich haben sie es dann doch nicht gemacht. Egal, passt. So.
Hier ist ein einzelnes TNT. Na, ob das ausreicht, werden wir sehen. So, Mission angenommen. Es ist blau markiert. Wir gucken gleich. Ziel aktualisiert. Ja, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Ich dachte, ich könnte hier Diamanten finden. Das sollte doch eine Diamantengrube sein. Naja, hören wir mal, was unser Freund zu sagen hat. Gut, Marty hier. Komm mit 5 Minuten auf den Hügel über dem Segolo-Damm. Oh, Marty, du bist's. Okay. Interessant. Yes, Granaten. Sehr schön, sehr schön. Dann gucken wir mal. Ziel aktualisiert. Entweder die Pipeline bei der Baustelle mit dem TNT zerstören oder eben Marty treffen. Er hat ein besseres Angebot. Wechseln die sich jetzt schon wieder ab? Ja, Tatsache. Jetzt ist Frank derjenige, der uns rettet und Marty derjenige, der ja uns die Sekundärmission anbietet. Okay. Gut. So. Mit dem Sprengstoff aus der Mine kann ich die Pipeline bei der Hauptbaustelle in die Luft jagen. Marty Alenka hat von diesem Plan Wind bekommen und möchte mit mir über eine kleinere Veränderung sprechen. Weißt du was, Marty? Du bist eigentlich an für sich echt ein korrekter Typ. Wir machen das jetzt mal einfach, ja? Unser Unterschlupf, klar. Ich habe keinen Bock, den nochmal komplett aufzurüsten, aber so ohne irgendwas fühlt sich's dann doch ein wenig nackig an. So, ich schnapp mir ein Fahrzeug von hier und dann düsen wir mal zu Marty und mal gucken, was der so geplant hat mit dem TNT. Vielleicht können wir ja, ähnlich wie bei Frankie damals, 2 in 1 hochsprengen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Natürlich liegt auf dem Weg selbstverständlicherweise wieder ein Außenposten vor uns, den wir besser ausknipsen sollten. Sobald das Dach da ist. Hallöchen, Dach. Steht da einer? Ja, da, aber das steht gerade richtig ungeschickt. Ich möchte ihn halt zuerst ausschalten, weil ich habe gelernt vom letzten Mal, das ist ein Raketenwerfer-Typ. Ja, jetzt kommt er. Guten Tag. Was war das denn? Ich hab dir gesagt, dass bald jemand losschlägt. Was war das denn? Wir wissen noch nicht, was los ist. Er soll mal auf seinem Posten bleiben, ist klar. Ich kann nicht laufen. Wen meinst du denn? So, mal gucken, was sie jetzt als nächstes machen. Jetzt hat mich einer gesehen. Aber auch der ist weg. Okay. Ja, die LMG macht sich echt gut, muss ich sagen. Die ist sogar recht genau. Und das Sturmgewehr ist halt schön kräftig. Also ich bin sogar echt sehr zufrieden mit meinem aktuellen Waffenset. Nur halt die Shotgun ist dann doch ein bisschen... Naja, nicht so das Premiumste auf der Welt, aber ansonsten passt es. Aber wie gesagt, bei der Sekundär, da wechseln wir jetzt eh mal ziemlich gut durch. Also mal hier die Flare Gun wollten wir mal probieren, die Leuchtpistole. Der hat sogar den geilen Raketenwerfer. Oder auch mal eben die schallgedämpfte Pistole für sneakige Kills. So, jetzt geht die Fahrt weiter. Mein Auto wurde mir leider entnommen von Polizisten auf dem Weg. Naja, so weit war es denn zum Glück auch nicht. Also, Marty, mein Freund, schlag mal vor. Hier drüben. Nett das mit dem Sprengstoff aus der Temo-Hütte. Ich habe dort als Wache gearbeitet. Dank dir bin ich den Job los. Ich habe einen gut. Oh. Bevor du die Pipeline sprengst, gehst du ins Pumpenhaus. Da regeln sie den Wasserdurchfluss. Ein automatisches Absperrsystem. Zerstör's. Das hört sich sehr gut an. Wenn deine Bombe, ich meine, meine Bombe bei der Baustelle hochgeht, fließt das Wasser überall hin. Ist ganz zur Mine. Oh, und dann wird die Mine unter Wasser gesetzt. Ich verstehe schon. Ja, das hört sich doch super an. Du weißt, dass die Mine ein Fake ist, oder? Da gibt's keine Diamanten. Alles nur, um die Soldaten zu motivieren. Ah. Wenn die Mine geflutet ist, ist es egal, ob sie leer ist oder nicht. Dann ist sie weg. Und dann interessiert es die Leute einen feuchten Scheiß, was die UFLL will. Haha, feuchter Scheiß. Voll lustig, weil Wasser... Man wird mir die Schuld geben, das TNT wurde ja während meiner Schicht geklaut. Wenn die Mine absäuft, musst du mich da irgendwie rausholen, Mann. Okay, das kriege ich hoffentlich hin. Pass auf, das Pumpenhaus wird gut bewacht. Ja, das denke ich mir, dass es gut bewacht wird. Ich muss auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr guter Deal, den wir hier eingehen. Bin sehr zufrieden. Und dafür, dass unser Dingens gleich wieder verbessert wird, das ist doch echt klasse. Bin ich mal gespannt, wie das da dann eben überflutet wird. Da freue ich mich schon. Okay, das ergibt natürlich sämtlichen Sinn, weil da waren wirklich keine Diamanten. Junge, geht ihr mir auf den Sack? Geht mir sogar so sehr auf den Sack, dass ich jetzt hier... Ach, komm, scheiß drauf.
Ach so. Ja, cool. Der Glitch ist schon wieder passiert. Ich kann alles nochmal neu machen. Ganz ehrlich, ich laufe jetzt ab sofort nur noch. Autofahren bringt mich nur noch um. Lasst euch das auch eine Lehre im echten Leben sein. Lauft lieber, dann schont ihr die Umwelt und ihr werdet nicht die ganze Zeit getötet. Ihr werdet nicht die ganze Zeit die Umwelt belasten. Lasst euch das eine Lehre sein. Na, sieh mal einer an. Das ist sogar ein Ort, den ich kenne vom, letzten Part, wo man Kameraden befreit haben. Na, das trifft sich ja echt wunderbar. Und natürlich können wir wieder die Missionsdetails lesen. Matti Alenka hatte hilfreiche Informationen für mich. Im Pumpenhaus gibt es ein Sicherheitsabsperrsystem. Wenn ich es deaktiviere, bevor ich die Pipeline in die Luft jage, kann ich noch deutlich mehr Schaden anrichten und ich bin quasi der Doomguy auf zwei Füßen. Deswegen mache ich das auch. Genau, so sieht's aus. Deswegen machen wir das auch. Und ja, da ich ja das Gebiet schon kenne, ist es so... Es ist wunderbar, dass wir jetzt hier hingehen, ne? Also ich finde das klasse. So. Na, dann würde ich mal sagen. Sneak Positioning aktiviert und let's go. Wenn wir hier schon einmal erfolgreichen Kameraden befreit haben, dann denke ich mal, dürften wir das doch hier noch leichter hinkriegen. Hier haben wir sogar ein schwebendes Fahrzeug. Das ist ultimativ. Also das wird es bringen. So, ein Geschützchen haben wir auch, aber sobald wir uns daran setzen... Dann haben die riesen Elefantenohren von sämtlichen Gegnern uns sofort gewittert. Und alle springen sie auf, wups, und stürzen uns auf uns mit all ihren Gewehren, Waffen und weiß was ich, was die alles noch so haben, um uns zu eliminieren. Ah, mega Fail. Das war natürlich mega Fail. Ich wollte extra abwarten, um den Kopf zu treffen. Ich glaube, es sind vier. Wie kommen die darauf? So, zack. Ja, die Shotgun ist schon cool, wenn man sie mal richtig verwendet. Jetzt habe ich halt den Munitionskasten direkt mitgesprengt. So, und hier muss ich es deaktivieren. Kann ich das jetzt schon machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich sollte erstmal gucken, dass ich mich heile und sterbe. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Ich weiß, ich nehme gerade überhaupt nicht die Mithilfen-Gehilfen zur Hilfe, aber ich möchte es gerade wirklich allein schaffen, weil wir haben tatsächlich bisher zumindest, finde ich jetzt, dass ich einen recht guten Job eigentlich gemacht habe, so für den Schwierigkeitsgrad. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass es einigermaßen geht. Aber das ist schon echt cool. Freut mich, ehrlich gesagt. So, vielleicht schaffen wir es diesmal ein bisschen erfolgreicher. So, da nicht hingehen. Vielleicht sondern stattdessen hier so hin. Genau, und dann vielleicht nicht das Waffenteil in die Luft jagen. Also nicht das explosive Fass abschießen, das wollen wir dieses Mal verhindern. So, noch hat uns niemand bemerkt. Obwohl wir eine laute Waffe haben, sneaken uns hier gerade voran. Ja. Sagte er und direkt wird er angegriffen von allen Seiten. Wo bist du? Da ist einer. Der geht um ihn rum. Fahrzeug kommt auch noch vorbei. Okay, jetzt jagen wir das doch in die Luft. Nee, ich kann das nicht benutzen. Schade. Dazu müssen wir wohl erstmal alle Gegner ausschalten. Na gut, dann machen wir das halt. Aber die sterben dadurch. Das ist natürlich auch nice. Gut, dann probieren wir das nochmal. Jetzt haben wir ein bisschen unsere Ruhe. Nee, ich kann da nichts ändern. Aber das ist sie auch. Hä, what the... Bug? Ich kann hier nicht damit interagieren. Warum auch immer. So, besser das Boot auch ausschalten. Von wo? Da in der Richtung. Da, okay. Vielleicht müssen wir echt erstmal alle Gegner ausschalten. Aber ich wüsste nicht, wo zur Hölle halt eben der Mercer-Typ mal wieder ist. Zack.
Das hat ihm nicht ausgereicht? Na gut, dann gibt's halt mit der Waffe noch was hinterher. So. Oh, das ist direkt auf mich gerichtet. Boah. Achso. Ach so, da ist einer. Ja, komm, dann aber dieses Mal. Frankie, komm zu mir, du Typi. Hi. Beweg deine Füße, du scheiß Anfänger. Richtiger netter Kumpane mal wieder. Ach, ja. Nee, also, wenn sowas Lächerliches passiert, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen overused, dass die Kackfahrzeuge und Fischerboote, ich meine, das sind futziging Fischerboote. Okay, sehr gut. Ja, mach ich. Und die haben halt Granatwerfer. Weil das kann halt echt nicht sein. So. Jetzt haben wir wieder die Igel. Von mir aus. Wo? Wo ist denn da einer? Was ist das hier? Auf was schießt denn der? Frank? Da hat der Adleraugen. Ich mach mal mit. So. Na gut, dann halt wieder Deagle Action. Why not? Wo ist denn da einer? Ach, da. So, tschüss, Sikorsky. Und jetzt bitte lass mich mit dem Teil interagieren. Wahrscheinlich muss ich es einfach in die Luft sprengen. Kann das sein? Ich probier's mal. Aber zuvor erstmal noch die Spritzen abholen. Blöder. Blöder, blöder. Du blöder, blöder. So, probieren wir es mal. Hopp. Ja, ich hätte... Och Gott, bin ich blöd. Ich hätte es einfach... Ich hätte es einfach in die Luft jagen sollen. Okay, Marty, wie sieht's aus? Gute Arbeit, Mann. Das Absperrsystem ist offline. Jetzt zerstör die Pipeline. Okay, jetzt zerstört die Pipeline. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich zum nicht mehr roten Ziel, sondern dahin. Ja gut, doch, das ist die gleiche Richtung. Alles klar. Wo ist denn da jetzt schon wieder einer? Das ist der Frankie, der schießt. Kommst du denn klar? Wo ist denn da einer? Ich hab den doch brüllen hören. Hey, Frankie, nicht mich abschießen. So, da spritzt das Wasser. Nehmen wir mal eine kleine Dusche. Ah, herrlich. Das Boot ist ja auch Premium gepackt. Ist da einer? Ich check's nicht. Da hinten irgendwo. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich hätte die Spritze nicht nehmen sollen. Ich gehe jetzt einfach weiter, ist mir egal. Komm. Ziehen wir einfach weiter, es kann mir jetzt alles egal sein. Wir nehmen das Fahrzeug und gut ist. So. Abfahrt, abspeichern, let's go. Hoffentlich geht das gut. Missionsdetails. Die Systeme im Pumpenhaus sind jetzt Schrott. Es wird also Zeit, dass ich die Pipeline zerstöre und mir ansehen, wie dieser Ort überflutet wird. Das machen wir jetzt auch. Es ist halt echt... Ich finde es immer noch so lustig. Oh, hier werden jetzt bestimmt auch Typen sein, oder? Nee. Ich finde es halt echt lustig, wie ich noch in vor 2 oder 3 Parts über diese Ortschaft geredet habe. Und jetzt direkt machen wir die Mission dazu. Das ist halt schon geil. So. Wir sollten eigentlich schlafen gehen, damit Frank uns retten kann wieder, falls wir erneut ausgenockt werden. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir probieren es mal ohne Hilfe. Ich werde bestimmt auf die Fresse kriegen. Aber das wollt ihr ja sehen. Ihr wollt ja eh nur sehen, wie ich hier fehle. Ich wurde gesehen. Okay, dann nutzen wir doch einfach mal das Geschütz. So. Machen wir es mal über die Art und Weise. Und das hat super geklappt. Klasse. Wahnsinn. Das... Ja, deswegen gehe ich nicht mit Fahrzeugen in den Angriff, weil ich genau weiß, dass ich innerhalb von Sekunden ausgenockt werde, weil man halt sich währenddessen nicht bewegen kann. So, dann probieren wir das doch noch einmal, oder? Würde ich mal sagen. So, probieren wir einfach mal auf die Distanz ein bisschen zu machen. Okay, Position wechseln. Sonst sind wir komplett ungedeckt hier. Hier ist das schon besser.
Ich bin Löwe, ich muss brüllen. Lebt denn da noch? Stimmt, die könnten von hinten kommen. Alter Schwede, geht da das Geballer los. Oh shit, ich habe keine Granaten mehr. Das ist nicht gut. Von da vorne wahrscheinlich. Der eine brüllt da immer noch vor sich rum. Ach lol, der rettet den. Habt ihr das gerade gesehen? Da hinten. Da, der wird gerade durch die Gegend getragen. Von dem einen. Ah, das muss ich mir angucken, wenn es geht. Oh shit, Sniper irgendwo. Okay, vorsichtig, vorsichtig bleiben. Ne, noch nicht nachladen. Da oben ist ein Sniper. Oh, ich würde das zu gern sehen. Wie der da gerade von dem gerettet wird. Oh Gott. Ja, kommt er ruhig lang in die Gangway. Das ist mir nur recht. Oh Gott. Und wo? Ah, direkt da. Der wurde wahrscheinlich jetzt gerade von seinem Kumpel in Sicherheit gebracht und legt sich jetzt in den Boden rein. Auch lustig. So. Sonst noch was? Oder sonst noch jemand? So, irgendwo wieder ist hier auf jeden Fall wieder das Köfferchen. Genau, da kommt aber ein Fahrzeug an. Nix da. So, damit habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet, ne, dass ich von oben komme. So. Habe ich da gerade eine Wasserflasche gesehen oder bin ich gerade komplett bescheuert? Ich glaube, ich bin komplett bescheuert. Ich bin sowieso komplett bescheuert im Kopf und überall. Das kennt ihr doch von mir. So, in die Richtung also, ja? In dem Haus da drin oder wie? Ja, ich sehe schon. So, weg mit dem Reifen. So, und obwohl der Reifen da auf der Kiste liegt, kein Problem. Krieg mal geöffnet. Easy going. Sinn over 9000. So. Auf jeden Fall her damit. Sehr schön. Ja, können wir nachladen. Gut. Und hier ist auf jeden Fall jetzt die Pipeline. Da ist noch ein Sniper. So, ist er weg. Ich hoffe doch mal. Ja, besser für ihn. So. Das können wir nicht so weit wenden. Aber das hier könnte man so weit wenden. So. Falls er noch nicht tot war. Absicherung. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier hin. Und das wahrscheinlich doch bedienen. Okay, weg, 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 weg. So, ich hoffe, wir sind in sicherer Distance. Ich speichere mal besser. So, die Pipeline bei dem TNT zerstören. Okay, das wird in die Luft fliegen, glaube ich. Ich glaube, da muss ich nicht noch etwas dran rupfen. Oder? Jawohl! Da hat's bei der Boom gemacht und jetzt wird der Platz geflutet. Kann man das beobachten? Wird es voller? Da ist auf jeden Fall was mit Wasser. Aber wirklich. Doch, jetzt! Ja, Tatsache, es füllt sich echt auf. Cool, Mann. Ja, man sieht, das Wasser steigt. Wir gucken jetzt erstmal hier zur Diamantenmine gehen und Marty Alenka helfen. Die Pipeline wurde gesprengt. Das Flussbett wird geflutet. Genauso wie geplant. Aber die Uffels bringt das gestohlene TNT bereits mit der Aktion von Marty Alenka bei der Diamantenmine in Verbindung. Ich muss jetzt dahin gehen und gegen diese Truppen vorgehen. Da hast du absolut recht. So. Aber das ist so ein Spektakel zu sehen, wie jetzt hier das mit Wasser geflutet wird. Da möchte ich direkt drin, aua, baden gehen. Das wäre es jetzt gewesen, wenn das Wasser ja nicht so tief genug gewesen wäre und ich einfach auf dem Wasser aufgeklatscht wäre. So, und hier hat sich jetzt das Flussbett gebildet. Und auf Wo kommt denn das Boot, Eier? Ah ja, das hat aber ganz schnell wohl einer hergefahren. Alles klar. Was gibt's denn, mein Kumpel? Scheiße, Mann, hier ist überall Wasser. Ich brauche deine Hilfe, um hier rauszukommen. Die Typen wollen echt Blut sehen.
was du nicht sagst. Wer hat denn hier auf die Schnelle jetzt ein Boot platziert? Alles klar, das, also derjenige war echt sehr eifrig, muss man sagen. Aber das ist natürlich super, weil wir können dieses Boot wunderbar benutzen, um jetzt hier mal ein bisschen entlang zu düsen. Ich habe aber Angst, dass sich gleich wieder ein paar Typen in den Weg stellen werden. Oh, da ist das Flussbett zu Ende. Boah, perfekt angehalten. So. Kein jemand? Kein jemand? Kann ich hier bitte raus? Und hier geht die Überflutung weiter. Und hier ist jetzt überall Wasser. Krass. Okay, das ist ganz cool, wie sich das jetzt hier verändert. So, wir sind auch gleich da. Müssen aber natürlich wieder an einem Lieblingsaußenposten vorbei. Weil ich sie ja so sehr liebe. Okay. Na, wo seid ihr denn, meine Freunde? Da ist einer. Kann vor lauter Gras nichts sehen. Holy shit, sind da viele. Schnell heilen. So, ein bisschen was anfackeln wieder. So, wo ist denn da jetzt schon wieder einer? Jetzt läuft es bei mir aber wieder nicht flüssig, weil hier so viel los ist. Und ich sterbe. Das war abzusehen. Das war so klar. Ich hasse diese Außenposten langsam. Also langsam entwickle ich wirklich einen Hass gegen diese Dinger. Mit diesen ständig respawnenden Gegnern. Es ist echt eine Last. Es ist wirklich eine Last. Sie bringen gameplaymäßig nichts. Die sind einfach da, um dich zu nerven. Es ist echt scheiße. Naja, können wir nochmal die Badaboom-Party sehen. So, meine Geistengeiz. Diesmal habe ich den Außenposten klären können. Es hat sich jetzt aber gerade noch ein Fahrzeug dazu gesellt. Wartet, ihr dürft es gleich sehen. Da hinten ist es. Hat sich ein bisschen verirrt. Und jetzt ist es fast abgestürzt. Und jetzt haben sie mich entdeckt. So. Aber ganz ehrlich, die haben jetzt eh kein Fahrzeug mehr, deswegen... Wir fahren jetzt einfach los. Wir geben einfach mal nichts auf dieses Feuer. Und fahren einfach weg. So, wir müssen jetzt nämlich hier entlang. Und ganz ehrlich, bevor wir uns hier in den Feuergefecht stürzen, direkt speichern wieder. Weil ihr seht ja, wie schnell es jetzt gehen kann. Wie schnell wir sterben gehen können. Na, Marty. Fertig, genau. Ha! Da habe ich es doch noch gerissen. Also, ich hatte jetzt tatsächlich gerade Sorge gehabt, weil wir hätten Marty verloren, wenn wir es nicht geschafft hätten, jetzt ihn hier rechtzeitig aus der Bredouille zu bringen. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ich speichere das direkt ab. Und wir haben jetzt auf jeden Fall diese Hauptmission abgeschlossen. Gucken auch nochmal in unser Journal, was sich jetzt gesteigert hat. Oh, unsere Krankheitsstufe hat sich leider wieder etwas erhöht. Schade. Aber ansonsten ist alles fast gleich geblieben und unsere Malaria-Tabletten werden bald auch wieder zur Neige gehen.
Meine geistigen Geiz, ich würde sagen, das mache ich aber offscreen. Das war die Hauptmission hier rund um die Fake-Diamantenmine, die jetzt eh unter Wasser liegt. Echt cool. Auch diese Hauptmission, also die Hauptmission gefallen mir schon so einigermaßen. Auch wenn hier ein ähnliches und gleiches Schema auftritt, das wir jetzt Marty haben retten können. Auch sehr schön. Und ja, meine geistigen Geiz, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu Let's Play Far Cry 2. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir sehen uns eben im nächsten Part wieder zu Let's Play Far Cry 2. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann. Bis dann und ciao.